Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Fallout New Vegas. Mit dabei ist der Let's Player Manuel Sifi. Guten Tag. Guten Tag. Wir werden das als Let's Play Together aufnehmen. Er wird den guten Weg spielen, ich werde den schlechten Weg spielen, um das Spiel einfach lustiger zu gestalten, damit man beide Wege kennt. Wir werden das Spiel beide auf sehr schwer durchspielen. Dann würde ich mal sagen, ja, Starten wir das Spiel. Überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Schwer zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion, eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion, und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar. Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel.
Manu? Ja. Ist bei dir die Intro schon fertig? Ja. Gut. Ich muss ganz kurz nochmal bei mir in den Optionen was ändern. Die Stimmen sind ein bisschen zu leise. Den Namen der Figur eingeben. Ja, ist ja klar, wie ich mich nennen werde. Egal. Ja, ich nenne mich auch so wie immer. Ja. Okay. Nicht unbedingt das, was ich für Sie. Ja, das ist mein Name, tut mir leid. Ja, echt, gell? Der Puppe lebt mit meinem Namen. Ich bin Doc Mitchell. Boah, ich heiße Manuel, tut mir leid. Ich mach Stimme auf ganz laut, das hört mir fast gar nichts. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel bohren, um das ganze Blei rauszuholen. So, jetzt ja, nicht so. Auf meinen Treib. Umgang mit der Nadel. Aber Sie sollten mir das sagen, wenn er an der richtigen Stelle männlich. Jo. Alter, ist ja eigentlich klar, dass wir einen Headshot überlebt haben. Ja, Cheater, ne? Cheater an die Wand. Okay, Geschlecht im... wenn du männlich nimmst, darf ich weiblich nehmen. Okay. Dann mache ich jetzt eine richtige Schlampe. So. Und ich mach voll den Friedensritter. Nee, ich mach einen Spasti. Ach, stimmt. Hier. Ich muss mir jetzt eine richtige fies aussehende, okay, Form mache ich, lasse ich mal so. Ach, das ist mir doch alles egal. Form vielleicht. Ach ja, das schicke ich alles eigentlich. Ich mache eigentlich nur Frisur anders und so halt. Augenfarbe blau oder so. Harte Nacht. Die Schweißerin. Pterosaurus. Sanfte Welle, Kahlkopf, Überkampffrisur. Okay, was sieht denn dabei aus, als Headshot zu haben? Nicht. Ich nehme Struwell. Haarfarbe. Verführerin, ja, so. Struwell, nee, Gegenwind und die Unruhe. Pretty Puff. Sarge, genau. Ah, nee, weiß was, ich nehme auch lieber männlich. Da kann ich mehr mit anfangen, glaube ich. Bin dann soweit. Ja, warte kurz, ich tue nur ganz kurz. Ich mache meinem aber auch eine Gesichtsbehaarung, glaube ich. Ja, ich habe die so ein kleines Kinnbart da, scheiße. Braucht eigentlich niemand, aber ist lustig. Macht Spaß. Warte, wo ist denn die eine? Sarge, sauberer Schnitt. Ich suche eine bestimmte Frisur. Ja, genau, Gegenwind mache ich, genau. Haarfarbe möchte ich, gibt es hier schwarz? Das kommt dann mehr an meine ran, ja gut, so. Gesichtsbehaarung. Ich weiß nur, bei Fallout 3 gab es so einen richtigen Rockerbart, den will ich den hier auch. Hoffentlich hat's den hier. Ich habe einfach irgendeinen Typ erstellt, der ein bisschen komisch aussieht. Ja genau, hier Todesbiker habe ich immer gemacht. Todesbiker, genau, bei Bart. Aber weißt was, da habe ich noch eine bessere Idee, das mache ich Frisur. Ich mache Karl. Das kommt cool. Kahlkopf. Das kommt fett geil. So richtiger Altrocker. Metzger. Lecker. Ja, ich nehme Royal. Okay, ich bin dann jetzt fertig. Okay, auf fertig und los. Ja. Naja, die meisten Dinge stimmen. Die wichtigsten Dinge. Gut, es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen können. Wir können aufstehen. Oh, bin da hingefallen. Warum geht ah, Idiot. Andere Ende des zum Vitalitätstest da drüben. Hä? Ah, schön langsam. Das ist kein Rennen. Ja, ich habe wie immer keine Beine. Okay. Jo, rennen! Dahin. Aber wenn man auf E drückt, bei mir jedenfalls, habe ich Beine. Unlogisch. Was, E? Ja, bei mir ist es auf E. Ich habe die Tasten umgestellt schon. E ist bei mir Autorennen oder was? Hä? Okay, jetzt ich raffet nicht mal. Geh mal zum Vitalitätstester. Bin da. Stärke sagt aus, wie einfach ein Cowboy seinen Sattel und große Schusswaffen tragen kann. Oder wie hilfreich er in einer Kneipenschlägerei ist. Raff ich nicht. Ja, das sind die Attribute wieder Stärke und so. Auch. Ich weiß noch nicht, ob ich. Also auf Stärke mache ich auf jeden Fall 2 hoch. Ich lasse es so, weil ich benutze nie waffenlos Inventarstab. Ja, aber Stärke ist, bringt ja auch wieder für Dings, wie heißt es, Sachen tragen. Ach, ich lasse es auf 5, mal eben. Ich mach das immer auf. Und hier ist aber auch Waffeneffektivität. Das heißt? Ja, und Schaden auch, also es wird auch dafür irgendwie Schaden. Was sein. Dann mache ich halt auf Tonnenbrust, das reicht. Ja, also ich hab's auf Strandbully.
Okay. Okay, Wahrnehmung, das lasse ich glaube. Ja, ein aufmerksamer Cowboy weiß immer, ob eine brennende Stange Dynamit in der Nähe ist oder sich ein Schurke anschleicht. Dietrich, Energiewaffen. Ah, ich mag Energiewaffen 2 hoch. Ich ja. mag Dietrich 1 hoch. Wachsamer Kojote. Restliche Punkte 2, klar. Ausdauer, einen guten Cowboy hält nichts auf, nicht wenn er Ausdauer hat und einen mächtigen Revolver im Halfter hat. Waffenlos, scheiß drauf, eins runter machen wir immer. Gesund, ja, ich mach das auch eins runter. Brauche ich echt eigentlich nicht. Ja. Vorsicht, Charisma. Zerbrechlich. Charisma. Sie werden feststellen, dass es ein paar Cowboys mit einer Engelsstimme und einem Talent fürs Süßholzraspeln gibt. Ach, das lasse ich mal so. Ich lass, ja. Ja, warte mal, Intelligenz und. Intelligenz mache ich auf jeden Fall schon mal. Und 2 Glück. Hoch, das weiß ich jetzt schon. Ja, wegen Computer. Und genau. wegen Fähigkeitspunkte. Ja, Repariermedizin. Stimpaks. Schusswaffen schleichen, Geschwindigkeit auch mal 1 hoch. Ja, und was ist noch Glück? Schusswaffen schleichen auf jeden Fall 1 hoch. Und dann. Ja, ich lasse es so mal. So muss ich es auch lassen. Glück. Alle ja. Fähigkeiten, naja, das ist theoretisch. Nach ja, egal. Glück ist immer ein bisschen komisch. Ja, ja, ach egal, ich lasse es jetzt so. 21 blättiges Kleeblatt. Messerfänger. Genie. Münzwurf mit 2x Kopf. Sektenguru. Casanova, Filmstar. Unaufhaltsam. Abgehärtet. Okay, mir fertig. Okay, fertig. Und du? Ja, und weiter. Das ist ein recht normales Ergebnis. Ah, aber nach ja, dem, was genau. Sie durchgemacht haben, sind das gute Normen. Ich sagte bei dir auch, das ist ein recht normales Ergebnis. Wir wissen, dass ihre ja. Lebenszeichen gut sind. Als ich das als ich das ganz kurz angezockt habe, nur wegen Testen und so, habe ich einfach so zum Spaß Stärke ganz hoch gemacht. Da hat er irgendwie was geredet von Macho oder so. Alter, ich habe jetzt gerade meine Finger auf QWE gehabt, gell? Leute. Wo ist der Typ hin? TF, wo ist der hin, Alter? Ja, ich war immer noch im Raum, weil ich auf Q gedrückt habe und dann ist er losgerannt bis in die Ecke. Lol. Ja, und jetzt? Okay, jetzt. Was ist ab, du Fatzen? Also, jetzt macht ihr den Test, wo man das Erste, was einem darauf einfällt, sagen muss. Weil hallo, ich ja. Sobald du dich auf die Couch gesetzt hast. Blutpaket mit X. Was haben wir noch? Chemiekasten öffnen. Aktivieren. Alter, du musst jetzt eigentlich den Test machen, wo der deine Fähigkeiten testet. Sachen klauen ist viel wichtiger. Ja, Stimpel, wo? Da. Da ja, Stimpel. Aber ich warte kurz darauf, dass er nee, weiß was, weil ich ja den Bösen spiel. Er hat ja, und gesagt, ja, dann mache ich die bösen ja. Antworten dafür. Ja, also ich bin Lucky.